ersten Tag unseres Kurztrips in die Schweiz fahren wir von Otnonda bis zum Stausee vom Lac de Clezon. Als Zwischenstopp ist die Hütte Saint-Laurent geplant und danach soll es hoch bis zum Lac du Grand Désert auf 2642 Metern gehen. Wir laufen jetzt zur Cabane Saint-Laurent. Wir sind jetzt gut 30 Minuten gelaufen und auf halbem Weg zu unserer Cabane. Das sind ungefähr nochmal 30 Minuten. Sehr, sehr mutig gestartet, aber dann war es wohl doch etwas zu kalt. Wir haben jetzt einen ersten Zwischenstopp auf unserer Hütte, die Hütte Saint-Laurent. Und wahrscheinlich laufen wir noch da hinten hoch zum Lac du Grand Désert. Genau da oben, halbe Stunde. Vater nimmt die Sachen auf hier für sein Instagram hier. Alle noch fit, Schatz? Du auch? Na klar. Gut, dann kannst du es eh noch abnehmen. Yara? Oder schon alle Kräfte aufgebraucht? Nee. Am schon. Nein, niemals. Die Reisetruppe hat es geschafft. Sind hier an dem wunderschönen Lac du Grand Désert angekommen. Wir genießen die beeindruckende Kulisse am Gletschersee, bis die Sonne langsam hinter den Bergen verschwindet und so geht unser erster Tag erfolgreich zu Ende. Heute starten wir unsere E-Bike-Tour mit knapp 1000 Höhenmetern über den Lerchenwatt am Parillon und letztlich hoch zum Tracoué. So, die Vorbereitungen laufen. Alle noch gesund? No. Ja. Fit, Maus? Klar. Julius, fit? Ja. Na, dann kann's ja losgehen. Dann setzen wir uns oben ein bisschen in die Sonne und machen Brotzeit. Okay. Von jetzt hoch auf den Tracoué. Die Mona. Mit kalten Getränken chillen wir noch am Restaurant in den Liegestühlen, bis wir die Räder zurückbringen müssen. An Tag 3 müssen wir einige Kilometer im Auto zurücklegen. Von Nonda zu den Erdpyramiden von Eusin, weiter zur 285 Meter hohen Staumauer Grand d'Exance, über Grimens weiter zur Cabane de Moirie. Jetzt wollten wir eigentlich mit der Zipline fahren, aber die öffnet erst um 13.30 Uhr leider. War ein herausforderndes, tolles Tagesprogramm. Daher nur noch ein paar Eindrücke von der Hütte und dem Gletscher.